Herzlich willkommen bei meiner ersten Folge Frag doch Omi. Ihr habt mir Fragen geschickt in euren Kommentaren und ich werde sie gerne für euch beantworten, ist ja klar, nicht? Und zwar fangen wir mal mit dem Sammy an. Der Sammy, der hat mich gefragt, was sagt denn deine Familie dazu? Tja, Sammy, meine Familie, die steht voll hinter mir. Und dann hast du noch gefragt, ob denn auch meine Familienangehörigen das gucken. Ab und zu ja, besonders meine Enkeltöchter, die sind 20 und 21 und die gucken ab und zu mal, aber leider hinterlassen sie keine Kommentare. Aber sie finden es nicht schlecht, das ist doch die Hauptsache, nicht? Und dann wollen wir mal weitergehen, und zwar habe ich jetzt das Bienchen. Na, hallo Bienchen. Und Bienchen, die fragt mich, erkennt man dich manchmal auf der Straße? Also hier bei mir in Bienenbüttel, ja. Da kommt es schon mal vor, dass so einige Leute rufen, hallo Oma Lonni, und ich dann ganz verdutzt gucke, hä, wer kennt mich denn? Ach ja, richtig, aus YouTube. Ja, das freut mich natürlich ganz toll. Und dann fragen sie natürlich auch, wie ich dazu gekommen bin und so, aber das ist später. Und dann das Bienchen, ach ja, Bienchen, dann fragst du ja noch, kannst du bayerisch reden? Ach ja, bayerisch, ich versuche es zumindest. Ich bin ja nun mal ein Hamburger Fischkopf, weißt du, und ich kann eher Plattdeutsch als bayerisch. Bayerisch, das ist so eine Sache, das liegt mir nicht so ganz so dolle, aber ich gebe mir viel Mühe. Und jetzt schauen wir weiter, ist noch etwas? Ja, dann habe ich noch den Muffi Pro. Ach ja, oh, Sammy, ich habe ganz vergessen, dich herzlich zu grüßen. Und ein herzlicher Gruß geht dann natürlich auch an Muffi Pro. Und der schreibt, war es deine Idee, diese Videos zu machen? Ja, ja, es war meine Idee. Irgendwann, weißt du, ich bin ja schon 5 Jahre auf YouTube, irgendwann dann habe ich mal gedacht, Mensch, probier das doch mal mit Karaoke. Ich singe ja wahnsinnig gerne. Schiefe Töne sind leider auch dabei. Und viele meinen ja, ich kann nicht singen, aber naja. Was soll's, ich mache es eben gerne. Und da kam mir die Idee, doch so eine Karaoke-Seite aufzuziehen, so ein Kanal. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen. Und haben wir noch eine Frage? Ich schaue mal eben nach in mein schlaues Buch. Ja, die Olivia, die fragt natürlich auch etwas. Ha, Olivia, du bist süß. Warst du früher Sängerin? Nein, war ich nicht. Aber ich hatte in Musik früher in der Schule, ach, lang, lang ist her, hatte ich eine 1 gehabt im Singen. Ja, komischerweise. Obwohl ja einige meinen, ich kann nicht singen. Egal jetzt. Nee, ich war keine Sängerin. Wenn ihr jetzt noch mehr Fragen irgendwie habt, würde ich mich freuen. Für die nächste Folge werde ich das dann wieder aufnehmen, mir notieren. Ja, und dann stehe ich euch wieder Rede und Antwort. Heute ist das jetzt nur eine ganz kurze Folge, weil mir Material habe ich ja nicht zur Verfügung. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und sage heute erstmal tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, frag doch Omi. Tschüssi.